Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Annehmen, dies akzeptieren der Schatten, das, was man eigentlich gar nicht wahrhaben will, wo man gar nicht denkt, das kann doch nicht sein, das bin niemals ich, das sind doch die anderen, das ist doch mein ganzes Leben schon so, die nerven mich immer und die unterdrücken mich immer oder was auch immer oder jedes Mal kriege ich einen Chef, der so mich schlecht behandelt. Und wenn du beginnst, sagen, okay, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert, aber offensichtlich scheine ich das zu projizieren, offensichtlich ziehe ich die Dinge an, wenn du dazu bereit bist. Und das ist ein ganz großer Schritt im Leben. Dann beginnt die größte Veränderung in deinem Leben. Zum Beispiel Widerstände nicht handeln. Das schauen wir uns da heute noch an. Das sind zwei ganz große Schattenthemen übrigens. Dann Schatten zeigen das verborgene Potenzial an. Sie sind nicht böse oder schädlich im klassischen Sinne. Das ist ganz wichtig. Und die Monika schreibt, der ideale Tag hat sich ausgeweitet. Wir kommen gleich ja nochmal zum idealen Tag auch nochmal dazu. Aber wichtig ist, diese Schattenthemen, das sind keine bösen Dinge, die wollen dir ja etwas zeigen. Nämlich Schatten sind die Hinweise, wo wir die Liebe in uns finden. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du alleine dir den merkst, wenn du sagst, okay, da, was ich nicht sehen will, wo ich mich über andere aufrege, das ist der größte Hinweis, um in mir Wachstum zu erzeugen, mein großes Potenzial freizulegen und die Liebe in mir zu finden. Und du wirst die nirgendwo anders finden als in dir. Es gibt ein wunderschönes Zitat, das sagt, die Liebe im Außen zu finden, ist schwer, oder es ist schwer zu machen, aber sie woanders als im Inneren zu finden, ist unmöglich. Ja, so ist das sinngemäß und das ist der Punkt, du findest das letztendlich nur in dir. Und da geht es ja heute im dritten Teil auch nochmal drum, nämlich die zwei größten Erfolgsverhinderer und Werkzeuge. Das schauen wir uns nachher an, Hilfsmittel, mit denen du jedes Problem lösen kannst, mit denen du dein Leben so in den Griff bekommst, dass das komplett erfüllt ist. Und wie angekündigt, wird es noch eine Zugabe geben. Und die hat es wirklich in sich, die kommt zum Schluss. Deswegen auch heute, bleib dran, es lohnt sich auf jeden Fall. Denn auch heute gibt es wertvolle Informationen. Und da werden wir uns jetzt drum kümmern. Und was er im zweiten Teil schon hat, denn ich wiederhole das immer gerne, dieser Lebensweg, den jeder ja geht, heißt, jetzt ist das Jahr 2020 und alles, was du vorher gemacht hast, in den Jahren vorher, die Entscheidungen, die du getroffen hast, die Bücher, die du gelesen hast, die Dinge, die du nicht getan hast, die Menschen, die du verurteilt hast, die Menschen, die du geliebt hast, alles das hat zu Entscheidungen geführt. Und diese ganz vielen Entscheidungen, bewusst und die meisten davon unbewusst, haben dich exakt an den Punkt geführt, wo du jetzt im Moment bist. Und da du jetzt im dritten Teil immer noch dabei bist, deswegen machen wir auch die drei Teile, weil einfach, das sind die Menschen, die wirklich wollen. Deswegen gibt's heute wirklich richtig gute Informationen noch für dich. Das sind die Menschen, wo ich weiß, die wollen wirklich was ändern. Und dazu lade ich dich wirklich ein. Deswegen bleib heute komplett dabei. Und du wirst sehen, heute kriegst du auch die Werkzeuge an die Hand, mit denen du das genau tun kannst. Ja? Und es ist die Aufforderung, jetzt die Entscheidung ganz tief zu treffen, so ein inneres, ja, ich will das haben, ich will mein Leben so leben, wie ich es mir erträume, wie es in meinem idealen Tag drin ist. Dazu lade ich dich ein. Ich mache das so und es ist nicht, dass da alles easy going ist. Macht euch frei von dem, ah, du bist da im Flow, dieses Esoterik-Geschwätz. Das geht überhaupt nicht drum. Schauen wir uns nachher noch an, sondern es geht um Herausforderungen, die meisterst du. Und mit jeder Meisterung der Herausforderung wirst du ein Stück kräftiger, stärker, selbstbestimmter und du siehst, dass du deines eigenen Glückes Schmied bist. Ja, da wird es heute nochmal drum gehen.
Und die Macht des Unterbewusstseins, die ist so enorm, deswegen wiederhole ich das auch immer wieder. Und ich möchte ein paar Zitate euch zeigen von Menschen, die da tolle Dinge zugesagt haben. Zum Beispiel der C.G. Jung, der hat was Wunderschönes gesagt, da geht es um Schattenthemen. Erleuchtung findet nicht, wer sich Lichtfiguren vorstellt, sondern wer sich die Dunkelheit bewusst macht. Das ist genau der Punkt. Wer sich die Dunkelheit in sich bewusst macht, der räumt seine Schatten auf, der erkennt, dass es die Dinge in sich ändern kann. Und dann entwickelst du dich und dann entsteht das Licht in dir. Das ist der Schlüssel dazu, nicht die anderen zu machen und nicht da in diesen Dingen rumzuschwirren und sich alles schön zu machen und sowas. Das ist nicht der Weg. Das Schöne kommt hinterher, wenn du die Schatten dich dem gewidmet hast und die Verantwortung übernommen hast. Und der Sigmund Freud hat gesagt, unbewusste Aktivitäten bestimmen die Mehrheit unserer Handlungen. Wir organisieren unser Leben so, dass es den Anweisungen des Unbewussten gehorcht. Das heißt, das, was du ganz tief überzeugt in dir trägst, was wir uns in den ersten beiden Teilen angeschaut haben, ist genau so, dass das dein Leben bestimmt, die ganzen unbewussten Entscheidungen. Und der Gabriel Roland, der hat was Interessantes gesagt. Alle Dinge, die in unserem Leben passieren, sind an das Unbewusste gebunden. Dies liegt daran, dass es vor allem die Matrix unserer Wiederholungen ist, seien diese gesund oder nicht. Und das verstehen viele gar nicht. Das Unterbewusstsein spielt einfach immer nur wie so eine Langspielplatte mit einem Sprung immer wieder dieselben Dinge ab. Ob die gut oder förderlich sind, das ist nicht entscheidend. Es wiederholt sich ständig. Und deswegen ist es so wichtig, sich darum zu kümmern. Und der Erich Fromm, der hat etwas gesagt, was mir persönlich sehr gut gefällt. Während wir bewusst Angst haben, nicht geliebt zu werden, besteht die wahre Angst, obwohl sie oft unbewusst ist, darin ist, tatsächlich zu lieben. Und das ist eine sehr interessante Aussage. Da könnte ich euch jetzt einen ganzen Vortrag drüber halten. Wenn man das versteht, das ist das, was die Weisheitslehrer berichten, wo Jesus darüber spricht. Und denn wirklich zu lieben ist, sich komplett zu öffnen. Wirklich zu lieben heißt, das Risiko eingehen, verletzt zu werden. Und das bedeutet, dass du an deine Schatten kommst. Und das hängt damit zusammen. Deswegen, ich kann euch nur ermuntern, die größer zu denken, anders zu denken, in diese Dinge hineinzugehen. Wir werden heute noch interessante Sachen betrachten. Und es ist meine Aufforderung an dich, einfach sagen können, dass bisher, das war dein Leben bisher, das hat dich dahin gebracht. Und wenn du weitergehen willst, dann brauchst du andere Dinge, andere Strategien. Ja? Und da möchte ich auch ganz offen mit euch sein, wie ich das bisher auch gemacht habe. Und was jetzt kommt, deswegen, warum Menschen keinen Erfolg haben, das wird etwas provokant sein. Aber da gibt es ja auch eine Auflösung dazu. Und damit spreche ich dich jetzt ganz persönlich an, warum Menschen keinen Erfolg haben und warum du möglicherweise nicht den Erfolg hast, den du dir erträumst. Und Erfolg bedeutet für mich immer ganzheitlich sein. Es bedeutet, ein glückliches Leben zu führen. Das ist letztendlich Erfolg, weil es beinhaltet alles. Und wenn du das nicht hast, gibt es da einen Grund dafür. Ich warne dich nochmal, es ist etwas provokant jetzt, aber ich löse das gleich auf. Der Grund ist, so wie darin, weil du ein Versager bist. Und ich habe damals diese Aussage mit einem Coach gehabt, in dem ich im Coaching war. Und ich habe so einen bestimmten Durchbruch damals in meiner Karriere nicht geschafft. Und wir sitzen im Gespräch und er sagte, Andreas, du schaffst aus einem Grund nicht, weil du ein Versager bist. Boah, ich hätte in dem Moment, war ich drauf und dran. Also ich war echt baff, dass der sowas zu mir sagt. Aber dann hat er mir was ganz Tolles gesagt. Und sagte, guck mal, ich weiß, das war jetzt provokant. Deswegen auch jetzt zu dir. Da ist eine ganz tolle Botschaft drin. Weil nimm mal das Wort Versagen. Wir verknüpfen das mit dem, du bist ein Loser, du bist ein Nichtskönner, du kriegst nichts auf die Reihe. Das ist der Sprachgebrauch. Die tiefere Bedeutung von Versagen heißt, ich versage mir etwas. Ich versage mir das. Nicht jemand anders, nicht weil ich schlecht bin, sondern ein unbewusstes Muster in mir versagt mir den nächsten Schritt, versagt mir die erfüllte Liebe, versagt mir den Wohlstand, versagt mir den Job. Ja, ich versage mir das. Das ist ein Versager. Und das ist etwas Positives, weil
wenn du sagst, verdammt nochmal, jetzt weiß ich, warum ich den finanziellen Durchbruch nicht hinkriege, weil ich mir das versage aufgrund meiner unbewussten Muster, aufgrund des Mangels in mir. Und dann kannst du Ja zu dir sagen. Du kannst beginnen, das zu ändern und zu einem Ja-Sager zu werden, zu jemandem, der sich den Erfolg gönnt. Und das ist das Gute da drin. Erfolg ist planbar. Und nochmal, Erfolg ganzheitlich betrachtet. Alle Lebensbereiche gehören dazu. Und das ist die positive Botschaft da drin. Also in Zukunft, wenn du was hast, sagst, hey, ich bin ein Versager, weil ich mir das versage und jetzt beginne ich, das mir zu holen. Ich nehme mir das vom Leben, weil mir das zusteht, weil ich mich danach sehne. Ja? Und das ist die beste Botschaft dahinter. Gefällt euch die Botschaft? Vielleicht mal ganz kurz in den Chat reinschreiben, wie sich das anfühlt. So diese Offenheit, sich selbst gegenüber zu haben, sagen, hey, das ist so, ich habe das verbockt, ich versage mir das, niemand anders. Weil darin liegt die wahre Macht. Wenn du die Verantwortung übernimmst, dann kannst du auch die Entscheidung treffen, das zu ändern. Und das ist, solltest du in Zukunft immer, 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 immer so tun. Niemals die anderen für schuldig halten, okay? Also, ihr seht, es lohnt sich auch heute im dritten Teil dabei zu sein. Und es kommen noch ein paar andere interessante Sachen. Genau, dann schauen wir weiter. Die Triple S Erfüllungsstruktur haben wir uns ja kurz schon angeschaut. Und zwar sind es ja diese 8 Schritte. Wir haben ja gesagt, heute gehen wir tiefer da rein. Und den ersten Schritt, den haben wir schon gemacht in einer kurzen Übung. Das ist so der Beginn der ersten Schritte. Nämlich die Blaupause erschaffen. Die Blaupause ist die Vorlage, das, wo alle Kopien raus entstehen. Die Blaupause transportiert man ins Unterbewusstsein, aber das ist nur ein Teil der Arbeit. Das ist der erste wichtige Schritt, weil alles andere leitet sich aus dieser Blaupause ab. Nämlich, dass man zum Beispiel aus der Blaupause das Ziel, was man daraus formuliert, emotionalisiert. Du brauchst Emotionen. Dann geht man in den dritten Schritt, erweitert die Vorstellungskraft. Ich erwähne die Punkte jetzt nur kurz. Und dann im vierten Schritt geht es hin, dass man den Glauben erschafft. Und ja, im zweiten Teil war es darum, Glauben aus wissenschaftlicher Sicht, nämlich die Kombination aus dem Denken, was du willst, dem Fühlen, was du willst, die Emotionen dazu, das Herz dazu, den Vagusnerv aktivieren. Und dann bist du im Schöpfungsmodus. Und wir haben ja eine Audiodatei, die geht dazu, einen ganz festen Glauben zu erschaffen. Da komme ich nachher nochmal dazu. Und der fünfte Schritt, das ist der ganz wichtige Schritt, an dem ganz viele Menschen hängen bleiben, wenn sie überhaupt mal bis dahin gekommen sind, nämlich den Widerstand aufzugeben. Und der Widerstand wird bei den meisten Menschen, so wie bei dem Wort Versager, komplett negativ gesehen. Das ist, ach, immer nur die Probleme in meinem Leben. Warum passiert mir immer dasselbe? Ja, man hat schon gar keine Lust mehr anzupacken. Immer dieselben Briefe, immer dieselbe Arbeit, ja, wo man nicht rauskommt. Was auch immer. Du kennst diese Dinge, die sich wiederholen, wie so ein täglich grüßtes Murmeltier. Und das hat einen Grund, weil überhaupt nicht verstanden wird, was Widerstand ist. Und das möchte ich euch jetzt etwas näher bringen. Wir haben uns das kurze Video angeschaut, die ersten 9 Monate der Vorbereitung und dann kommt danach das Leben, das beginnt. Aber da gibt es etwas dazwischen. Der Übergang von der einen Welt in diese Welt ist der Prozess der Geburt. Und der Geburtsprozess hat jeder von euch durchgemacht. Ich war bei einigen Geburten dabei. Ich habe 5 Kinder. Ich war oft genug dabei, ich habe das miterlebt und ich bin dann immer froh, dass ich keine Frau bin. Ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich gestehen an der Stelle, das ist echt die Hölle. Und für einen Mann ist es aber auch nicht leicht, daneben zu stehen. Und du weißt, du kannst nichts machen. Ja, du kannst es nicht unterstützen. Du, egal, was du sagst, kommt auch gar nicht mehr irgendwann an. Aber ich habe was Interessantes verstanden. Diese Wehen, das kleine Kind, was da ist, das Erste, was im Eintritt in das Leben, in diese Welt ist, ist Widerstand. 9 Monate lang alles geborgen, musste sich um nichts kümmern. Und jetzt ist es sowohl für die Mutter wie auch für das Kind ein enormer Widerstand. Dieser kleine Geburtskanal, wo das Kind komplett durch muss, wo ganz viel passiert während der Geburt übrigens, das ist der erste Moment, wo man in das Leben eintaucht. Das heißt, unser Leben beginnt mit Widerstand. Und wenn das schon an diesem Punkt auftritt, dann scheint das eine enorm große Bedeutung im Fluss des Lebens zu haben. Und wenn du in Zukunft neue Situationen siehst,
dann sind die im übertragenen Sinne wie eine Neugeburt. Du startest etwas Neues, du tust Dinge, die du noch nicht getan hast, du lernst Neues dazu, du machst Fehler, du lernst dazu. Das ist eine geistige Geburt. Du hast das gelernt, du hast es damals geschafft, dich durchzumachen. Deswegen kannst du auch in Zukunft jeden Widerstand überwinden. Und zwar kannst du diesen Widerstand nicht als Hindernis sehen, sondern als Wachstumsmöglichkeit. Und da gibt es ein Bild dafür, das finde ich sehr schön, nämlich dieses Gummiband. Das heißt, hinten sind zwei, die das festhalten. Und stell dir vor, du bist vorne, an dieser Position, ganz hier vorne, und gehst los. Jetzt hat ja so ein Gummiband eine Funktion. Je weiter du gehst, umso größer wird die Spannung. Und angenommen, die beiden hinten sind stark genug und du auch, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt nämlich einen Punkt, wo die Spannung so groß ist. Und entweder hast du genug Kraft, durchzugehen, das Band reißt, oder du hast keine Kraft mehr, das Band schleudert dich zurück. Und so ist es im Leben auch. Jeder Widerstand im Leben sorgt dafür, dass Kraft in dir entsteht. Du musst Strategien empfinden, du musst etwas dazulernen, neue Dinge erlernen. Alles andere ist Stillstand und Stillstand ist tot. Und dieser Prozess, den hast du damals gelernt, du kannst den. Und jetzt geht es darum, das zu machen. Und immer dann, im übertragenen Sinne, wenn das Gummiband reißt, dann stürzt du richtig nach vorne. Und so kennst du es auch im Leben. Die Dinge, die du gemeistert hast, da kommen die ganzen Glücksgefühle, da kommt dieses unglaubliche Gefühl, du hast es geschafft, du bist da durch, du hast es gemeistert, die Prüfung bestanden, Führerschein, Heiratsantrag hat funktioniert, ist genau dasselbe, ja. Du freust dich gigantisch. Und das sind die Dinge im Leben, die dich dann reifer werden lassen, erwachsener werden lassen, stärker werden lassen. Und das ist ein Lebensprinzip. Widerstand ist nur Wachstum. Widerstand ist ein Sparringpartner. Und das ist wie mit dem Sportstudio. Stell dir vor, du sagst, Mensch, das gefällt mir, ich möchte jetzt Muskeln aufbauen, weil mir das gefällt, ich möchte so einen Körper haben, möchte da so dynamisch sein. Du gehst ins Sportstudio monatelang und trainierst nur mit einer 1-Kilo-Hantel, ja, monatelang. Wie viele Muskeln werden wachsen? Gar keine. Null, weil der Widerstand nicht greift. Weil je größer die Muskeln werden, umso höher müssen die Gewichte sein, umso mehr Übungen musst du machen. Verstehst du? Wenn du das Wachstum haben willst, körperlich gesehen, musst du im Laufe der Zeit die Übungen und das Gewicht erhöhen. Und so ist das in allen Bereichen, auch in deinem Leben. Wenn du mehr Erfolg haben willst, ist es erforderlich, in dir mehr Wachstum zu erzeugen. Das ist immer gleich. Und diese Glühbirne würde ohne Widerstand gar nicht glühen, ja, weil dieser Strom durch den hohen Widerstand dieses Wolframdrahtes fließt, ja, entsteht Widerstand. Und dieser Widerstand ist so stark, dass der Draht anfängt zu glühen. Deswegen haben wir Licht. Ohne Widerstand kein Licht. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Ein Motor funktioniert so. Die Grundthemen des Lebens haben alle damit zu tun. Und du hast die Möglichkeit, das in Zukunft anders betrachten. Den Widerstand als deinen Freund für dein persönliches Wachstum. Und damit ändert sich alles, wie du damit umgehst. Weil jetzt ist ein Problem nur noch eine Herausforderung, die es zu lösen gilt. Ja, und das ist so wie hier, Start und Ziel. Ja? Das heißt, da sind viele Probleme auf diesem Weg. Gewitter, alles das geht hoch, runter, ja, alle Dinge passieren. Aber du bist nachher bei einem höheren Level. Das schauen wir uns nachher nochmal an. Und wichtig an der Stelle, wenn du einer Sache starken Widerstand leistest, projizierst du sie in dein Umfeld und umgibst dich so mit ihr. Das bedeutet Folgendes. Wenn du dich gegen den Widerstand lehnst, wenn du sagst, du bist das Opfer, alles ist schlimm, ja, dann sei dir bewusst, wir hatten das Schattenthemen, Unterbewusstsein, Projektion, du bist der Dia-Projektor. Das heißt, der Widerstand ist in deinem Leben, weil er mit deinem Inneren zu tun hat. Wenn du dich jetzt über das Äußere aufregst, verfestigst du den innerlich. Das ist der Haken an der Sache. Deswegen, du kannst dir das überhaupt nicht mehr leisten, über andere schlecht zu reden, dich über andere zu beschweren, über die schlechte Lebenssituation, weil damit sagst du Folgendes. Diese äußere Lebenssituation ist real, da kann ich nichts machen und jetzt bist du das Opfer. Und das ist der nächste Satz. Die beste Möglichkeit, etwas festzuhalten, ist ihm zu widerstehen. Ist das nachvollziehbar? Der Teufelskreis, der dadurch entsteht, wenn du der äußeren Realität dich darüber aufregst, was wir im ersten Teil schon hatten, da wo die Energie ist, du musst dem Problem die Energie entziehen. Schau mal, wir kommen immer wieder an denselben Punkt. Ist das nachvollziehbar?
Weil das ist ja in dir, weil sonst wäre es ja in dem Leben eines anderen Menschen das Problem. Aber es ist genau bei dir und es kommt oft wieder. Und wenn du dich im Außen darüber aufregst, bestätigst du im Innen die Realität. Und damit wird es bleiben. Wenn du es auflösen willst, nimm den Widerstand als Freund, wachse daran, finde die Lösungen. Ich möchte mich an der Stelle nochmal einblenden. Das ist eine ganz starke Botschaft, die da drin ist. Und der Punkt ist, der eine Satz, du solltest überhaupt nicht, das Wort einfach sollte gar nicht in deinem Vokabular vorkommen. Und das ist ja eine Metapher für etwas. Schön, wenn die Dinge manchmal einfach sind, aber macht euch frei von diesem Esoterik-Geschwätz. Du musst im Flow sein, alles muss einfach sein, du musst immer ein gutes Bauchgefühl haben. Hey, wenn du an deine Schattenthemen drankommst, hast du kein gutes Bauchgefühl. Wenn du an deine Widerstände dran gehst, hast du kein gutes Bauchgefühl, sondern da kommen mal die Ängste hoch, alles das, und die kommen hoch, weil die erlöst werden wollen. Und das ist die Botschaft in dem Video. Hör auf, danach alles einfach haben zu wollen, deine Probleme auf dem goldenen Tablett gelöst zu bekommen. Nein, du kannst es tun. Das ist die Botschaft dahinter und das ist eine ganz starke Botschaft. Und ich war mal in Dubai und da ist mir was ganz Tolles begegnet. Das allein dafür hat es sich gelohnt, dahin zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das Burj Khalifa kennt, das höchste Gebäude der Welt. Und dort kann man ganz hoch reisen und da gibt es einen ganz großen, das ist ja riesig, das Ding, und gibt es einen ganz großen Eingangsbereich, wo man dahin geht. Und da hing eine ganz große Bronzetafel von dem, der das Gebäude initiiert hat. Das ist der Scheich von Dubai. Und der hat dieses ganze Gebäude dafür möglich gemacht, dass das gebaut werden konnte. Das ist eine super spannende Geschichte. Und auf dieser ganz großen Bronzetafel hängt ein Satz drauf. Der hat mich nicht mehr losgelassen. Das war so faszinierend. Das möchte ich mit dir teilen. Und da stand drauf, the word impossible is not even in the Leader's Dictionary. Das heißt, das Wort unmöglich gibt es im Lexikon von Führern nicht. Das ist nicht mal da drin. Und ich habe mir gefragt, wie würde mein Leben aussehen, wenn das Wort unmöglich, wenn es das gar nicht gäbe, ich würde nicht wissen, was das bedeutet, sondern ich würde etwas beginnen und ich weiß, ich schaffe das sowieso. Diese innere Kraft, Überzeugung. Das hat mich so inspiriert an diesem Tag. Und jetzt erzähle ich euch noch eine interessante Geschichte, was dann so passiert. Ich habe dann da gegoogelt nach dem und habe ich rausgefunden, was der alles macht, dieser Mann. Das ist so faszinierend. Und es hat mich dann beschäftigt. Auf dem Rückflug sitze ich in Dubai am Flughafen. Und da, wo ich gewartet habe, war gegenüber ein Buchladen. Und ich gucke da, dann dachte ich, geh mal dahin. Und da waren unten Bücher. Da waren zwei Bücher von diesem Scheich drin. Ja? Und ich knie da so und habe die Bücher in der Hand. Da klopft mir jemand auf die Schulter, auch an irgendeinen Passagier. Ich habe den weder gefragt, der kam zu mir hin, klopft mir auf die Schulter und dann sagte er zu mir, er würde mir das eine Buch empfehlen, weil das ist viel sinnvoller zu lesen, weil das andere ist mehr so drumherum. Ich war echt baff. Dann habe ich das mitgenommen und das hat mein Leben ganz stark beeinflusst. Ich habe da so viel Positives rausgenommen. Diese Einstellung von Menschen, die so große Dinge tun und warum der das gemacht hat und wie der das Leben lebt, überhaupt Menschen zu inspirieren. Und dann ist mir klar geworden, dass Menschen, die so leben, wie auch, was die für einen Einfluss auf andere haben. Und das sind Dinge, die mich dann wieder motivieren. Und das wollte ich mit dir teilen. Geh an die Dinge dran. Hör auf, das Klassische zu denken, alles einfach das, sondern sag, nein, wenn es so ist, ich widme dich dem. Und das ist das Thema Widerstand. Ja? Und wenn du das schaffst, wenn du etwas Besonderes machst in deinem Leben, egal ob du eine Firma gründest, ob du eine glückliche Familie hast, was auch deinen idealen Tag so umzusetzen, wie du es willst, dann bist du erfolgreich. Und das ist der Punkt, das kannst du. Das ist meine Botschaft an dich heute. Und da werden wir uns noch ein paar Dinge anschauen. Ja? So, ich blende die Präsentation wieder ein. Und dann geht's weiter so. Und deswegen, es gibt immer ganz viele Möglichkeiten, durch die Mauer, unter der Mauer, über die Mauer, ja, durchzukommen. Und außer wenn du mit dem Kopf an der Wand stehst, wie in dem Bild vorher, dann kommst du nicht weiter. Ja? Und wie wäre es, wenn es möglich wäre, alle Ängste und Blockaden und Panik komplett und restlos aufzulösen? Das ist eine Frage. Und ich sage dir, das geht. Das ist nur eine Art von dranbleiben, sich den Themen widmen, den Mut aufzubringen, sich dem Widerstand zu widmen. Das Ergebnis ist immer die Angstfreiheit. Und je mehr du tust, umso angstfreier wirst du. Das ist pure Lebensqualität. Das kann man mit allem Geld der Welt nicht bezahlen. Das Geld wird noch dazukommen. Oder du wirst genau mit dem, was du hast, super glücklich sein. Und das ist die Einladung. Deswegen das Thema Widerstand
ist die Aufforderung, das richtig zu betrachten. Ja, und wenn man den Widerstand dadurch ist, dann kann man zum nächsten Schritt hingehen, nämlich eine Ideensammlung machen. Wir sind ja noch bei der Erfüllungsstruktur. Du brauchst dann eine Ideensammlung. Ja, wie könntest du das machen? Da muss man sich die richtigen Fragen stellen, Fragen, die man sich bisher nicht gestellt hat. Da geht es um andere Ansätze zu finden. Und alles das ist immer noch Theorie. Alles das ist Vorarbeit, dass man in den siebten Schritt hinkommen kann. Und der Widerstand ist einer der großen Erfolgsverhinderer, weil die Menschen da kleben bleiben, weil sie nicht wissen, was das wirklich ist.